Hallo und herzlich willkommen zum Teambuilding in der GPL, ja, Season 5, Spieltag 7 gegen den guten Razor Zockt mit, mit seinen Soul Stealing, ist das Monmar Shadows, oder heißt das überhaupt so? Soul Stealing Monmar Shadows? Nicht Soul Stealing Stealers mit auf jeden Fall, er hat ein paar sehr, sehr, sehr gefährliche Threats in seinem Team, die man hoffentlich mit meinem Team handeln kann, aber das müssen wir dann mal sehen. Es beginnt alles mit seinem Mega-Pokémon, denn er hat Mega-Dianzi gepickt. Er hat zwar in seinem letzten Team gesagt, dass er es austauschen möchte, aber ich kann mir immer noch vorstellen, dass er trotzdem damit sehr viel Arbeit anrichten kann, weil das ist auch ein sehr, sehr gutes Mega-Pokémon. Das hat er jetzt auch den Speed-Boost bekommen, das heißt, seit Generation 7 braucht es kein Schutzschild mehr, weil es hat direkt nach der Mega-Entwicklung 110 Speed und ist somit schneller als fast alles in meinem Team, bis auf Snibunna. Snibunna kann das Ding nicht one-shotten, weil ich keine Metal Claw drauf habe. Von da aus ist das Pokémon natürlich etwas gefährlich. Aber ich habe in meinem Team so ein paar gute Monster gegen. Ich habe in meinem Team, okay, Monster, die ich nicht dabei habe, Toxapex und Florges, die können Hit tanken. Und ich habe natürlich Metagross. Vor allem, da ich Metagross hier mit der Schuhgewehr habe, passt das easy. Dann hat er Tapu Bulu. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich gut. Er kann sowas wie Grey Strain rauslegen. Damit werden halt die Monster geheilt. Vor allem so defensive Pokémon wie Milotic, was er hat. Provozieren davon natürlich und auch so Kobalium, wenn ich Earthquake drücken möchte. Das ist natürlich auch alles ziemlich gut. Und generell ist das so ein Mon, was halt ziemlich, ziemlich hart mit seinen Pflanzensteps zuhauen kann. So ein Woodhammer im Grass Drain mit Band, das macht halt sehr viel Schaden und kann alles von mir tooten, was ein bisschen doof ist. Naja, damit muss man halt eben leben. Ich muss das Ding irgendwie besiegen können. Das Ding kann natürlich sehr gefährlich werden. Vor allem mit Scarf ist das auch sehr viel, ist auch schneller als fast alles in meinem Team. Dementsprechend muss man da auch auf jeden Fall aufpassen. Dann hat er Kobalium, was meiner Meinung nach einer der besten A-Ringe ist, weil ich finde das Ding halt super, super geil, vor allem mit dem Z-Move, weil einfach so ein SD, dann will halt nichts reinkommen, auch wenn es so ein 90er Attack-Base hat. Es hat aber einen super coolen Typing, einfach ein schneller Steel-Type mit Rocks und Wurzel, ist einfach mega, mega cool. Da muss man sich auf jeden Fall gegen preparen und das habe ich auch hoffentlich auch. Er könnte auch sowas wie HP Ice zocken, einfach Special. Da muss man mal gucken, was er dabei hat. Das Ding kann aber auf jeden Fall gefährlich sein und ich muss mich dagegen vorbereiten. Ich sehe ja, dass er eine Beere trägt, eher entweder eine Anti-Bodenbeere oder eine Anti-Kampfbeere, aber er kann natürlich auch ein Z-Kristall haben und etwas weghauen. Dementsprechend muss man mal sehen, was er hat. Er hat vermutlich Eisenschädel und dann würde ich halt eher so Steinkant oder seinen Kopfstoß sehen, einfach weil er halt entweder mein Moltres treffen möchte, weil das resistiert die beiden Steps, also mein Lavados oder mein Agrostella, weil das resistiert auch beide Steps, da wäre sein Kopfstoß besser, beim anderen wäre Steinkante besser. Ich glaube, es kommt irgendwie Stone Age vermutlich, einfach weil es halt wirklich so Moltres weghaut, aber muss man mal gucken, was er erwarten wird und da schauen wir dann mal. Er hat Brutalander und das Ding ist halt so meiner Meinung nach sein größter Threat. Einfach weil das Ding mit einem speziellen, also mit einem Mixed-Set, halt einfach mein ganzes Team weghaut. Da kann ich halt nichts machen. Ich kann zwar gut revengen und rein theoretisch tank Toxapex halt super, super viel, aber Toxapex ist in dem Matchup an sich, finde ich jetzt nicht so geil. Weil, also ich kann nicht in ein paar Mods, kann nicht Mods checken, in der Theorie, ne? Aber so Boomerang von Alola Knogga ist nervig, der kann EQ zocken auf Selimit oder Draco macht einigermaßen. Bulu tourt mich, Megadianzig lernt Psychic, Kobalium kann mit sie seinen Headbutt nicht weghauen. Das ist halt irgendwie, es ist gar nicht mal so geil, wie ich es annehme. Deswegen ist es hier nicht dabei. Und rein theoretisch kann Florges ein spezielles Set wollen, aber der kann ja Iron Tail zocken. Aber einfach, da ich Florges dabei habe, glaube ich, möchte nicht unbedingt ein spezielles Set zocken, weil er müsste Draco auf jeden Fall zocken, um einen starken Hit zu haben. Also sowas, die Seigert wegzuhauen. Fireblast wegen Metagross, Iron Tail dann wegen Florges, dann bleibt nur noch Roost und irgendwie möchte er vielleicht noch Devok haben. Oder irgendwie noch andere Moves, weiß ich nicht. Also das wäre schon ein cooles Moveset, aber ich weiß nicht, was er dabei haben möchte. Kann sein, dass er eine Anti-Eisbär spielt und eine D oder so, einfach wegen Weaver. Kann sein, dass es defensiv spielt, einfach um was gegen Mega Heracross zu haben mit einem Aerial Ace. Da killt er mich selbst mit null Attack. Kann alles möglich sein, muss man mal gucken, was er dabei hat. Aber ich schätze, das Mon wird dabei sein. Genauso wie seine ersten drei. Also Kobalium auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Megadianzi eigentlich auch relativ safe. Bulu muss man mal gucken. Das nächste Mon, was er vielleicht dabei haben könnte, wäre Alola Knogga, aber das eher weniger. Das Ding ist halt super, super langsam und wird halt auch von den Monsters checken sollte, wie Rotom Moe, weil es kann halt, es hat halt einmal die Resistenz gegen die Pflanzenattacken, da hat die Volt-Absorber-Fähigkeit, nicht Volt-Absorber, Lightning Volt meine ich, wie heißt das auf Deutsch? Egal, auf jeden Fall kann es Elektro-Attacken reinkommen und frisst davon nichts, deswegen ist es eigentlich ein guter Check, aber ich habe eine gute Attacke dagegen dabei, dementsprechend weiß ich nicht, ob ich es mitnehmen möchte. Das Pokémon, was er aber auf jeden Fall dabei haben wird, ist Milotic, weil das Volt halt super, super viel in meinem Team und ist halt super, super wichtig für ihn, weil sonst, kann ich einfach durchgehen, dementsprechend, das wird garantiert dabei sein, Recover, Scald ist schon mal gesetzt und dann mal gucken, was seine anderen Moves sein werden. Kann sein, dass er sowas wie Refresh zocken wird, wie in seinem letzten Game, das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht wird auch Miracode spielen, wenn er sich denkt, okay, mein Rotom möchte vielleicht wohl zwischen auf dem, dann kann er für Miracode und kriegt einen Kill.
Das muss ich mal gucken, was er dagegen fort. Vielleicht möchte er auch irgendwas wie Dragon Tail haben, einfach weil Toxapex ihn nervt und ihn einfach weg Dragon Tail möchte. Und auch gegen Setups wie was machen möchte, vielleicht auch einfach Haze deswegen. Aber Dragon Tail ist halt cooler, weil er mich phasen kann und keine Ahnung, dann vielleicht nur Toxic letzte Move. Das könnte eine Möglichkeit sein, aber muss man mal gucken. Ich schätze aber Haze ist, also Refresh ist relativ gut predictbar, weil halt, weil meine physischen Pokémon halt dagegen wirklich nur so gut mit Toxic rankommen. Aber es kann auch wirklich sein, dass er halt sich gegen Setup Sweeper vorbereiten möchte und dementsprechend halt Angst hat und irgendwie so Haze und Dragon Tail zockt und dann keinen Platz für Refresh hat, aber das muss man mal gucken. Wenn er aber sowas wie Scald hat, dann kann ich vielleicht mich mit Saga Dragons haben, das wäre ganz cool. Das müssen wir mal gucken. Sein Voltolas gegen das Team, was ich jetzt mitgebracht habe, relativ threatening. Eigentlich hätte ich ja sowas wie Flawless dabei haben können oder so. Aber, ja, das hat nicht gepasst. Und dementsprechend ist Voltolas relativ threatening, weil es tutet mein ganzes Team, aber da es halt nicht so stark ist, One-Hit ist halt gar nichts. Dementsprechend, ja, sehe ich es jetzt nicht als so einen großen Threat an. Kann natürlich nervig werden, vor allem Sticky Web kann für Steambunner nervig werden, aber ich habe extra einen Defog dabei und viele meiner Pokémon interessieren sich gar nicht für das Sticky Web, dementsprechend passt das. Sneasel ist gefährlich, weil ich habe da keinen geilen Switchen, aber ich kann es halt revengen, was halt nice ist, mit zwei Mons. Ich habe eine Cobra Berry extra auf meinem Yuxi da drauf und du stirbst nicht durch einen Aerial Ace. Dementsprechend, ich kann es auf jeden Fall handeln, es ist nur nervig und es kommt aber auch in nichts rein, was halt cool ist. Es muss halt auf entweder U-Turn World Switch oder halt auf dem Down reinkommen, dementsprechend ist es zwar in der Theorie cool, aber in der Praxis ist es halt schwierig reinzubekommen. Tangela kann mein Zayat wallen und viel mehr und mein Metagross, kind of, und auch mein Rotom. Dementsprechend, ja, und Yuxi auch. Also es kann schon was machen, aber ich weiß nicht, was dabei haben wird. Einfach weil er auch Tapu Bulu hat. Muss man da mal gucken. Claydol kann unter Umständen was machen, sehe ich jetzt aber als nicht so wahrscheinlich an. Kann er vielleicht mitnehmen, aber er sieht vermutlich sowas Mega Heracross, Rotom und Weaver und irgendwie dann singt er sich da vermutlich so, ja, nee, den behalten wir mal. Weil irgendwie einfach weil ich die dabei habe, glaube ich, ist das halt ein bisschen unwahrscheinlicher. Und Drifblim kann er dabei haben. Das war es aber eigentlich auch. Also ich sehe Driftblim jetzt nicht so wahrscheinlich. Muss ich mich auf jeden Fall gegen preppen, aber ich habe halt Priorität und so und der kann mich auch nicht one-shotten. Also das sollte eigentlich alles irgendwie passen. Gut, gehen wir mal bei mein Team, was habe ich dabei? Wir sehen ja die ganze Zeit dieses Zygarde, dieses defensive Zygarde. Und warum ist das ein defensives Zygarde? Ich hätte mir andere Sets auch überlegt. Irgend so ein spezielles Set oder so. Irgendwie ganz, ganz lustige Sachen habe ich mir überlegt. Auch einfach ein normales CD-Set. Aber ich bin gegen Ende bei dem Set angekommen. Weil warum? Ich habe ein bisschen Angst vor Alola Knogger, weil der haut trotzdem ziemlich rein und vor allem auch Cobalium. Und das Set tankt einfach von Kobalium. Klaus Comet killt mich halt nicht. Und Aeros macht halt guten Damage und selbst wenn ich halt sowas wie, wenn er sowas wie Tapu Bulu geht, kann ich einfach Toxicen. Und dann hat er Grassy Terrain. Er kann mich selbst angreifen, aber Wurtemer killt mich natürlich nicht und dann kann ich Summon auf dem. Dann kriege ich mit Grassy Terrain wieder Recovery und Lefties und Protect und komme dann immer weiter hoch. Kann mich hoch recovern, während der Toxic Damage frisst und dementsprechend besiege ich ihn vielleicht im 1v1, was halt ziemlich, ziemlich cool ist. Mit dem Investment tanke ich auch einen Hit von Dianzi, das heißt, Moomlas knockt mich nicht aus. Und wenn er ein bisschen angechippt ist, kill ich ihn dann mit 1000 Arrows, was auch ziemlich cool ist, dass ich vielleicht gegen halt gechipptes Mega Dianzi einfach gewinnen kann, auch weil er mich einfach mit Moomlas nicht killt. Und so ein Mist kann halt das Set machen. Ich kann halt vermutlich auch einen Hit von Salamence tanken, wenn er jetzt irgendwie defensiv ist sowieso. Und ja, das Ding ist einfach ziemlich, ziemlich cool. Und wenn er nicht so HP Eyes auf Tangela zockt, kann ich auch dagegen haben. Ich kann halt sehr viel Mist machen. Und mich eben auf Milotic auch, wenn er kein Eisbeam macht. Und ja, Seige ist einfach cool in dem Matchup auch mit dem Set. Und kann vermutlich so ein paar Mons auf jeden Fall sehr, sehr nerven. Und er muss auf jeden Fall gucken, wie er dagegen ankommt. Vor allem, wenn er Grass Trainer kriege ich halt immer mehr Recovery, was halt auch ziemlich, ziemlich nice ist. Das heißt, ich setze einen Sub, einmal Protect und dann sind die ganzen HP, die ich für den Sub verbraucht habe, auch schon wieder da. Dementsprechend ist das alles super, super nice und ich hoffe, dass es gut funktioniert. Investment einfach, ich habe einfach so viel Spätzle genommen, damit ich halt von Mega DNC ein Moonblast lebe, das kann ich mal ganz kurz zeigen. Wir nehmen hier mal Robin Hood gegen einen Mega DNC. So, und das macht sogar, ja, nicht schlechten Schaden, aber es killt nicht. Und wir killen ihn leider auch nicht. Sagen wir, ist Roxen minus Death dann unter Umständen, aber gut, das wird vermutlich nicht so sein. Sagen wir, Timothy an sie dann. Sind wir leider aus der Kill Rage, aber mehr Attack bringen wir auch nicht so viel, wie wir sehen. Dementsprechend, ja, die Devs sind besser aufgehoben. Weil, wenn wir mal Tapu Bulu nehmen, nehmen wir mal einfach einen SD Tapu Bulu. Dann sehen wir hier Hornleech, ja, tut es nicht, und Woodhammer. Macht zwar sehr viel Schaden, aber wir haben ein Grass Train Recovery plus Lefties plus Protect. Das heißt, wir können uns dagegen schon wieder recovern. Und dann irgendwie Toxic und dann wieder Protecten. Irgendwie sowas können wir auf jeden Fall machen. Und er sollte uns auf jeden Fall nicht mehr im Choice Battle Boot mal ausnocken. Ich glaube, ich möchte. Egal. Okay, dann setzen wir das und Choice Band.
Woodhammer knockt uns nicht aus, was cool ist. Wie gesagt, Toxic Protect kriegen auf jeden Fall Damage drauf. Er macht sich auch selber Recall, wir sind Next HP. Haben eine gute HP-Base. Auf jeden Fall Budo können wir super, super low chippen, was halt relevant ist. Oder vielleicht halt auch Ronvior besiegen, was halt nice ist. Und ich glaube, das ist das beste Set für Saiga in diesem Match. Ich könnte speziell zocken, irgendwie eine Lure, aber ich glaube, der hat vielleicht eine Barry dagegen drauf und dann kill ich ihn nicht und dann chippt einfach Saiga. Und ich glaube, einfach mit dem Saiga sehe ich einfach besser aus. Auch wenn wir so Magtopalium nehmen. Denken wir mal, der ist C-Close Comet. Das killt nicht und selbst ein plus 2, das killt auch nicht. Und das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Einfach ein Saiga tankt einfach ein plus 2 All-Out-Pummeling. Also 7 Move Close Combat. Das ist halt mega, mega nice, würde ich mal sagen. Also, ja, das ist einfach cool und ich hoffe mal, das passt einfach. Und das passt dann, denke ich mal. Dann haben wir Rotom Maw. Rotom Maw hat genug Speed, damit ich schneller bin als Turbo Bulu, einfach weil das Ding nervig ist und ich möchte das Ding revengen können. Ja, so viel dazu. Ich habe den Z-Leafstorm hier mal draufgehauen, einfach weil ich einen safen Wanted für Milotic haben möchte. Falls er wirklich physisch defensiv ist und in mir drin bleibt, kann er rein theoretisch auf Recover auf meine Leafstorm drücken, weil Leafstorm killt nicht. Und dann gewinnt er das 1v1, weil ich halt die Drops bekomme. Das wäre richtig, richtig doof. Das möchte ich nicht. Deswegen Gracium Z, damit ich ihn Wanted'en kann. Er wird vermutlich, also sehr wahrscheinlich, physisch defensiv sein. Deswegen werde ich ihn auch Wanted'en können. Und ja, das würde mir viele Probleme ersparen. Ich habe auch überlegt, ob ich Ghostium Z spiele. Wegen dem Alola Merrick, aber ich tue mit Z-Leafstorm und Shadow Ball sowieso, deswegen denke ich mal, passt das. Wurzelwitch wegen Momentum, das kann ziemlich, ziemlich cool werden. Und ja, Shadow Ball natürlich, um das Alola Knogger zu twitten. Und die Fog, weil die Hazards, die könnten nervig werden, obwohl er gar nicht mal so viele Hazards da hat. Okay, Mega Dance und Kobalium und Alola Merrick, aber die muss er auch dabei. Oh, okay, und Claydo. Aber ja. Mal gucken. Der Rest ist einfach ein Bulk. Und natürlich Special Attack voll. Wir haben Tapu Yuxi, unser schönes Yuxi, das im letzten Match natürlich super, super gut war. Das ist auch wieder schneller als das Tapu Bulu. Diesmal haben wir hier die Tarnstellen wieder drauf, weil die auch ganz nice sind, vor allem für Salamence und Alola Knogger und natürlich Rotodon und Sneasel. Ja, sie sind eigentlich ganz nice gegen das Team von Teemo. U-Turn einfach mit raus U-Turn können gegen ein schlechtes Matchup. Falls sie sich gegen uns setupen möchte mit irgendwas, haben wir dann die Donnerwelle drauf mit Kobalium oder was auch immer. Und die Psychokinese, um einfach so Subs von Kobalium oder Salamence vielleicht zu brechen. Und es macht gar nicht mal so wenig Damage auf seinem ganzen Team. Dementsprechend die Psychokinese da mein bester Step-Move, einfach ein bisschen Damage zu machen und das passt. Ja, einfach wie gesagt, schneller als Tabulu mit Max Speed und da rast dann einfach einen physischen Bulk, damit wir halt auch was von Kobalium tanken. Und wir tanken auch nicht von Mega Dianze zur Not, was halt auch nice ist. Wir werden eigentlich nicht getootet. Also das passt alles. Cobra Berry einfach wegen dem Sneasel, weil das echt nervig sein könnte. Ich könnte halt mit Yuxi leaden, wenn er mit Sneasel leadet, wäre das nervig. Der würde ich einfach U-Turn wollen. Knockoff macht zwar so 30%, aber na gut, dann ist das halt eben so U-Turn-Damage drauf und dann können wir den vielleicht mit Weaver killen oder was auch immer. Da gucken wir dann mal, aber ja, das denke ich mal passt. Dann haben wir Metagross, diesmal mit der Schuhgebäre, einfach weil die Earth Power von Mega Dianzi nervig sein könnte, was einfach mein primärer Mega Dianzi-Check ist. Weil wir haben einen schönen Bullet Punch und der killt immer. Da habe ich mir auch interessante Sets überlegt, aber ich glaube, ist das Beste. Die beste Kombination ist, glaube ich, hier, dass ich Toxin und Stomping Tantrum habe. Ich stelle mir mal vor, Metagross gegen Milotic, der prediktet das Toxic gegen Kobalium. Ich drück Toxic. Die Attacke schlägt fehl. Und was macht Stomping Tantrum, wenn eine Attacke fehlschlägt? Die wird doppelt so stark. Das heißt, ich greife dann mit einer 150er Attacke sehr effektiv an, was ziemlich, ziemlich cool ist. Und einen 0-0 Bull Kobalium one-hit ich dann. Dementsprechend hoffe ich, dass das passieren wird. Ich glaube nicht dran, aber so Toxic Storm mit Tantrum plus Bullet Punch könnte vielleicht reichen. Muss man mal gucken. Und es ist auch besser als Earthquake, weil er Great Strain hat und ich kann mir ziemlich cool vorstellen. Also ich hoffe, dass es so funktionieren wird, wie ich es mir vorstelle. Einfach so Toxic auf Milotic und dann geht er in Kobalt und dann BAM wird er weggehauen. Und der letzte Move. Ich habe mir überlegt, ob ich Meteor Mash spiele oder Ice Punch, aber ich kriege mit Meteor Mash nicht den One-Hit auf Tapu Bulu, wenn ich Pech habe. Und selbst wenn ich den One-Hit mit Meteor Mash kriege, dann killt Ice Punch plus Bullet Punch auch. Und Ice Punch ist einfach besser für Salamence und auch klein wenig besser für Tangela und das Claydol und das Drift Zeppeli und das. Auch das Gewähnchen. Deswegen ist halt, ich treffe halt, also man könnte meinen, ich nehme Hapsis, Nidal und Fedianzi, aber die kill ich beide mit Bullet Punch, dann würde ich immer Bullet Punch drücken, von da aus brauche ich den Meteor Mash nicht. Und das ist mein Set. Ich meine, ich hätte ein bisschen mehr Speed, ne, ich habe ein anderes Mod mehr Speed getan. Ja, ich habe so viel Speed, damit irgendwas bei ihm nicht auf mich Speed creepen. Ich glaube, ich bin schneller als Jolly Alola Knocker, glaube ich, irgendwie sowas. Da brauche ich echt nicht viel Speed und das Ding ist halt, keine Ahnung, besser, schneller als irgendwie jetzt sagen, oh Mist. Okay, schneller als Alola Knogger bin ich sowieso, aber falls irgendwie, ich weiß gar nicht, wofür der Speed ist. Es sind immer wieder diese komischen Metagross-Sets, die keiner versteht. Ich glaube, irgendwas war genauso schnell, Claydo war aber schneller, meine ich. Oder war Claydo 70?
Nee, du hast 75. Ich glaube, ich habe gedacht, es hätte 70. Dementsprechend habe ich den Speed dort drauf gehauen, aber sind wir mal ehrlich. Whatever. Der Speed wird schon richtig sein. Der Speed wird wichtig sein. Und ja, damit passt das Ganze. Ja, einfach Max Attack und einfach was Bulk, weil wir brauchen sehr viel Bulk. Wir tanken auch was von Tapu Bulu, außer es Band Wutermark tut er uns, aber na gut, dann passt das. Wir können ja eh Bulle punchen, also passt das. Ja, Weavile. Weavile ist cool im Match, weil es halt schneller als alles. Auch schneller als Sneasel natürlich. Und mit dem Moveset hier treffen wir auch sein ganzes Team. Knockoff ist einfach, ja, Knockoff, klar. Treffe ich Alola Merrick und auch Milotic. Und ein paar andere Mons. Low Kick einfach, weil das mein bester Move gegen Jakobalium und sein eigenes Sneasel ist. Damit, ja, kill ich das Sneasel und komm knapp zu einem One-Hit von einem normalen Kobalium. Auch wenn es ein 120er Fighting Move ist, leider lebt Kobalium, weil er hat eine sehr gute Death. Aber wenn er ein bisschen gedamaged ist, wenn er mal, mal einen Knockoff reinkommt, kann er vielleicht durch einen Low Kick sterben. Also muss man mal gucken. Je nachdem, wie offensiv er ausgelegt ist. Eisige crashen einfach, weil natürlich mein stärkster Eismove, damit kann ich sowas wie das Tangela stark treffen. Und Eishat garantiert einfach, weil das Brutalana sehr bedrohlich ist und das würde ich auch gerne mal dann mit einem Eishat weghauen. Ja, Speed, damit wir schneller sind als ein Sneasel. Vielleicht auch schneller sind als ein Scarfer. Ich glaube gerade nicht dran. Ja gut, schneller als Sneasel und ja, da ist dann einfach ein Bulk und das passt dann mit Life Orb einfach, damit wir halt auch ein bisschen die Entscheidung für die Moves haben. Und das letzte Mon ist Mega Heracross. Hier mal ein bisschen Bulk. Ich habe, ja, Speed drauf getan und zwar so viel Speed, dass, okay, lass mich überlegen. Stimmt, ich bin schneller als Milotic, aber ich habe, das Ding ist halt, ich wollte halt Bulk haben, ne? Deswegen wollte ich nicht so Max Speed zocken und so mit, dem, wie heißt es, mit Tabulo zu Speed haben, weil ich werde den Speed eh nicht predikten können und ja, damit glaube ich nicht Jolly Max Speed spielen, das stelle ich mir nicht vor. Und selbst dann ist ein Speed-Teil, das ist ein bisschen blöd. Und Milotic hat irgendwie, hat irgendwie 101 Speed, ich habe 107 Speed, okay, ich habe ein paar Speed-Werte mehr, aber wenn er so denkt, okay, wir schmeißen ein bisschen Speed, falls er auf Milotic Speed creept, und klein wenig so, passt schon, dann bin ich immer noch schneller. Ich wollte einfach garantiert schneller sein als Milotic, weil er wird halt sehr viel in Defensive hauen, kann sich nicht viel in Speed erlauben. Dementsprechend möchte ich einfach schneller als Milotic sein, deswegen auch ein bisschen zu viel vermutlich in Speed, aber das denke ich mal passt, damit ich halt einfach noch ein bisschen Bulk habe, um ein paar Hits mehr zu denken. So ein Fireblast Life Orb von Celemit zum Beispiel tanke ich, was ja ganz nice ist. Und mit einem Attacking Set, ja, mache ich halt sehr viel Damage. Ich bin auch Adamant, was halt nice ist. Bullet Seed einfach, weil das gegen Milotic sehr viel Schaden macht. Wenn natürlich das Grace Train liegt, dann One-Shot euch Milotic garantiert. Rock Blast einfach wegen dem Celemence und auch wegen dem Alola Knocker. Da mache ich natürlich sehr viel Schaden. Natürlich auch wegen Gavanche, aber das passt schon. Close Combat einfach, weil es mein bester Move ist gegen Kobalion. Das haut da auch super, super rein. Ist auch ein Move, den man, kann man öfter mal spammen, das passt schon. Und Pin Missile einfach, weil das mein stärkster Move gegen Tapu Bulu ist. Und auch generell mein stärkster Move in meinem Arsenal. Und den kann man natürlich ausspammen und dementsprechend passt das Ganze. Ja, und das war mein Team. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, kleine Public Service Announcement. Steinsgate 0 ist draußen. Falls ihr Steinsgate gesehen habt, dann gucke ich das an, weil ich habe gerade die zweite Folge gesehen und holy shit. Und ich habe Bock. Gut, ja, ich hoffe, das Team wird es richten und wir müssen tatsächlich jetzt eine gute Serie holen. Deswegen soll das Team es auch richten und wir sind dann im Kampf. Bis dann und ciao.